Armen Frauenchor Stuttgart für die vielstimmige Eröffnung unserer heutigen Montagsdemo. Als allererstes, es wurde ein Schlüssel gefunden. Wer seinen Schlüssel vermisst, kann ihn hier bei uns abholen. Noch einmal darf ich Sie alle ganz herzlich hier im Nordbahnhofviertel begrüßen. Die Spaziergänger aus dem Kärntnerviertel und die Radfahrer, die Spender und die Spendensammler, auch jeden von Ihnen, der mit U- oder S-Bahn oder auch mit dem Auto den Weg hierher gefunden hat. Ich begrüße aber auch, das ist mir wichtig, viele Bewohnerinnen und Bewohner unseres Viertels, die vergangenen Montag das erste Mal auf einer Demo waren und all die, die letzte Woche vom Balkon aus zugehört haben und sich heute trauen, mit uns auf der Straße zu stehen. Schlüssel ist abgeholt. Letzten Donnerstag ein sehr schönes Fest für 4 Jahre Mahnwache. Das war eine tolle, stimmungsvolle Ehrung. Auch heute gibt es eine beeindruckende Zahl. Wir erleben heute zusammen die 230. Montagsdemo. Und wenn ich mir das so angucke, heute sind es wirklich mehr auch noch als letzte Woche. Also es waren ja letzte Woche schon für unsere Verhältnisse gigantisch viel, aber das sind heute noch mal mehr geworden. Ich freue mich so. Dafür, um so eine große Zahl zu erreichen, dafür braucht es viele Menschen. Es braucht Sie, es braucht uns alle, die wir jeden Montag regelmäßig oder so oft es eben geht bei der Demo dabei sind. Es braucht aber auch Menschen, die das alles organisieren und planen. Da kann es auch mal knirschen, was für mich in den letzten Wochen verständlicher geworden ist. Da habe ich sozusagen als Außenstehender einen nur ganz kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen und habe unter anderem gesehen, was das alles für ein Aufwand ist, an den ich, wenn ich da unten stehe, bisher nicht gedacht habe. Es gibt so viele Gruppen, ohne dass ich sie jetzt einzeln benenne, die sich mit Worten und Aktionen jeder auf ihrem Gebiet dafür einsetzen, dieses unsägliche, auf Machterhalt und Imponiergehabe begründete Bau- und Immobilienprojekt Stuttgart 21 zu verhindern. Mir ist es ein Bedürfnis und ich bin mir sicher, Sie schließen sich an, einen Dankesapplaus für all diese Gruppen und für das Demo-Team. Also alle Anfragen, es gehört mit dazu, da kommen dann irgendwelche, also wirklich ganz berechtigte Interessen. 5 Minuten, bevor ich hier anfange, das müssen Sie jetzt gerade nochmal erzählen oder sagt doch das unbedingt. Das bringt einen so in Stress, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich habe und bin aber da auch gut geschützt worden, also wenn man da geschützt wird, wirklich kein böser Wille, aber es ist einfach, um den, der hier oben steht, ein bisschen zu beruhigen. Ich habe jetzt trotzdem eine Sache mitbekommen und das möchte ich, weil ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das gelesen habe. Heribert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung am Samstag geschrieben, Widerstand in der Demokratie heißt anders, heißt Widerspruch, Zivilcourage. Er heißt aufrechter Gang, er heißt etwa Snowden oder Kirchenasyl oder Stuttgart 21. Er heißt Cap Anamur, Greenpeace, Pro-Asyl und Occupy. Das will was heißen, dass wir in diese Reihe gestellt werden. Gänsehaut. Am vergangenen Montag hat sich die Blockadegruppe mit ein paar Bürgern so circa 50-20 Personen nach dem Demozug noch einmal hier an dieser Stelle getroffen. Dabei konnten sie unter anderem einen Betonmischer, der auf die C2-Fläche fahren wollte, aufhalten.
beim Stehen stellten, Moment, lassen Sie mich fertig, Sie dürfen halt ganz fest. Beim Stehen stellten die Bürger fest, dass die Reifen völlig abgefahren waren. Der Lkw-Fahrer, der nach eigener Aussage gerade seine Nachtschicht mit dem ersten Transport begann, holte die Polizei, obwohl ihm davon aufgrund des Zustands seiner Reifen abgeraten wurde. Die ankommende Polizei und der eingetroffene Baustellenleiter nahmen sich nach einer gewissen Zurückhaltung dann doch den Hinweis bezüglich abgefahrener Reifen an. Das Ergebnis? Der Lkw setzte tatsächlich zurück und fuhr davon. Die Aktion ging noch weiter. Als Resümee wurde mir gesagt, ich war selbst nicht dabei, dass die Beteiligten eine überraschend positive Erfahrung mit den Polizisten gemacht haben. Muss man ja auch mal sagen, ja? Es war aber auch möglich, mit dem Baustellenleiter ein Gespräch von circa einer Dreiviertelstunde zu führen, aus dem er dann wohl recht nachdenklich wieder zurück an seine Arbeit gegangen ist. Immerhin. Diese positiven Erfahrungen setzten sich am nächsten Tag leider nicht fort. Einzelne Personen wollten sich am Dienstag früh vor der Martinskirche zum Frühstücken treffen. Auf meinem Weg zur Arbeit wollte ich dort kurz vorbeischauen. Zwei Polizeibeamte, die bereits vor 6.30 Uhr vor Ort waren, führten Personenkontrollen durch. Wir bewegten uns alle auf den Bürgersteig. Wir haben nicht randaliert, wir haben uns nur unterhalten. Wir bekamen alle prophylaktisch einen Platzverweis bis 12 Uhr. Für die Anwohner beschränkte sich der Platzverweis auf die Nordbahnhof, Eckert- oder und Unfriedstraße. Für alle anderen galt der Platzverweis für das gesamte Nordbahnhofviertel. Straßen zu meinem Arbeitsweg gehören, durfte ich die Straßen benutzen, durfte jedoch nicht stehen bleiben und mit niemandem reden. Bevor ich traf, erhielt eine Person einen Platzverweis, da sie der Kristallisationspunkt sei. Das? Zusammengefasst, innerhalb von ca. 20 Minuten wurde bei 10 Personen die Personalien festgestellt und Platzverweis erteilt für, ich sage jetzt mal, auf dem Gehweg stehen und zwei Leuten guten Morgen sagen. Absurder geht's nicht mehr. Völlige Überreaktion. Noch eine Pointe, das alles spielte sich weit vor 7 Uhr ab. Während dieser Aktion fuhr bereits ein Lastwagen nach dem anderen an uns vorbei. Unseren Hinweis an den Polizeihauptkommissar, dass diese Lastwagen außerhalb der erlaubten Zeit fahren, nahm er doch etwas nachdenklich zur Kenntnis. Tatsächlich fuhren in den nächsten Nächten deutlich weniger LKWs, dafür leider gestern wieder am Sonntag, zwar auch geringer, aber immerhin sie fuhren. Dazu gibt es jetzt aber eine tolle Nachricht, genau zu dem Thema. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde erneut heute Morgen vom Verwaltungsgericht das Vorgehen der Polizei bei einer Frühstücksblockade als rechtswidrig bezeichnet. Dem Kläger Eberhard Link und seiner Anwältin Simone Eberle. Und natürlich treffen wir uns morgen wieder zum Frühstücken hier vorne vor der Bäckerei. Ich sage jetzt keine Namen, da ist links die Ecke. Und die Blockadegruppe wird sich nachher nach der Demo treffen, um sich zu besprechen. So, wir haben unser Motto. Schluss mit Lärm, Dreck und Gestank, um einen Begriff erweitert, Wuchermieten. Also, Schluss mit Wuchermieten, Lärm, Dreck und Gestank.
Das Fehlen bezahlbaren Wohnraums, gerade auch für kleine und mittlere Einkommen, ist ein stadtweites Problem. Hier im Nordbahnhofviertel werden jedoch Wohnungen, die bisher noch bezahlbar waren, systematisch verteuert. Und auch das hat mit Stuttgart 21 zu tun. Begrüßen Sie noch mit mir Ursel Beck. Sie ist aktiv im Widerstand gegen S21 und den Mieterinitiativen Stuttgart. Heute ist sie bei uns, weil sie sich schon seit längerem fundiert mit dem Thema Verdrängung alteingesessener Bürger durch Mietsteigerungen, auch Gentrifizierung genannt, beschäftigen wird. Bitte, Ursel.